Hallo Leute und einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Wir sind hier bei TC zu Hause. Hä? Ach ja, das ist Torge. Wir hoffen, Torge ist auch mal. Ah, da ist ja Torge. Ja, oh, hallo. Oh, er ist schüchtern. Guten Tag. Pass auf, wir drehen heute Schwiegertochter abzuschieben. Ihr habt es ja schon gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sind gerade dabei, ein Gegenstück quasi zu Diddy zu kreieren. Und wir haben uns gedacht, so ein kleines süßes Mauerblümchen an seiner Seite als seine eventuelle Schwiegertochter, beziehungsweise nicht Schwiegertochter, sondern zukünftige verlobte Frau. Das wäre dann er. Wie fühlst du dich? I'm feeling very good. Thank ich fühle mich nicht so gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich denke, das ist die falsche Entscheidung für mich, mit YTT zu drehen seit 8 Jahren. Und heute zeige ich euch meinen Lachs. That's so awesome. And I think you're gonna win the Oscar with this. I hope so. Dann verwandle ich mich mal in Diddy, ne? Oh, einfach Diddy. Seriously. Ja, hier ein sehr, sehr ungewohntes Bild. Unser lieber fränkischer Diddy wurde Vater, glaube ich. Wir werden jetzt mal nachhaken, was da genau passiert ist. Das ist doch nicht mein Kind. Ach so. Das ist doch von der Lisa das Kind. Aber du hast jetzt... Mit Kindern konnte ich schon immer gut was auf. Und so, machst du einen Kickflip? Boah! Diddy! Hör mal auf, beruhig dich! Das ist ein Kind! Das macht das nicht. Sag mal, wie geht ihr denn mit Kindern um? Kinder wegwerfen ist moralisch verwerflich. Wie du magst es nicht! Lisa, bleib mal hier! Hey! Pass mal auf! Das macht das Kind schon! Schau mal, wie es lächelt! Das schläft schon, muss ich jetzt ehrlich gesagt auch mal sagen. Siehst du das? Das lächelt, hab ich gesagt. Das lächelt. Ja, gut. Ja, das lächelt. Lächeln, ne? Lächeln. So, gehen wir weiter. So, Diddy, nimm jetzt das Baby. Ist immer wichtig, dass man ein bisschen. Ne? Sollten wir am besten parken? Was denn jetzt? An den Kerben bitte. Claudius, der ist super, ja. Ich kenn mich nicht aus mit dieser Technik. Find das jetzt. Schon, oder? Find das jetzt. Ja. Also. Ja. So, wir sind jetzt da in dem Auto von DY Diddys. Ich muss einmal sagen, eine größere Dreckskarre habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben, ey. Da meint man, die machen irgendwie Kohle mit YouTube an Scheiß! So, der Torge ist auch dabei. Torge! Torge aus dem Ich habe ein bisschen zu viel geschrien. Da muss ich mich noch, glaube ich, dran gewöhnen. Was war denn jetzt das? Ist der bescheuert oder was? Ich dachte immer, der hätte wegen Eier in der Hose, der Torge. Aber es schaut so aus, als ob ich mich da geirrt hätte. Möchte ich mich jetzt auch weiter gar nicht weiter zu äußern jetzt generell. Ja, ja, bla bla bla, halt's Maul. So, wir fahren jetzt das erste Location. Fahren wir jetzt zum Rhein. Halt's Maul. Geradeaus. Jetzt, Alter, halt mal, wirklich, ey, dann film ich halt nicht. Dann mach doch den Scheiß alleine. Wenn du da reinbläst, wenn du da, ey. Wir sind hier auf YouTube. Ja, trotzdem, es ist doch eine normale Regel, dass jeder das Maul zu halten hat, wenn einer in die Kamera spricht. Oder nicht? Hab ich mich ja vielleicht getäuscht? Hä? Die Pfefferminz. Ja, was Pfefferminz? Pfefferminz. Ich geb dir gleich ein Pfefferminz zu Saupreis! Träger der Saupreis! Halt's Maul! Na, Beatrice Herbner, jetzt bin ich wieder in der falschen Stimme. Erfahren Sie beim nächsten Mal Schwiegertochter Arthaussender RTL. Scheiße! Bei Schwiegertochter gesucht. Gott! Nein! Fuck! Unsere Beziehung. Aufs nächste. Unsere Beziehung. Jetzt Delfine herkriegen. Scheiße! Das gefällt dir nicht! Das gefällt nicht nur der Beatrice, das gefällt auch dem Torge, glaube ich. Kannst du gut mit Kindern umgehen, oder? Ey, ich sag's dir, wie es ist, ne? Ja. Ich kann alles. Ey, geile! Geile! Die andere! Du auch, du bist auch geil. Ja, du, hi, Servusle, bin der Diddy. Hast Bock?
tut sie so. Jetzt tut sie so, als ob sie sich nicht interessiert. Aber die ist total gambrig. Das sehe ich von hier. Das rieche ich. Das rieche ich. Was? Die läuft aus. Geile! Du nicht, wir zwei, Alter! Heiraten, Kinder und sowas! Ey, geile! Ganzen Tag wird sie sich sagen, scheiße, das wäre der Mann des Lebens gewesen, warum habe ich nicht reagiert? Aber die ist halt schüchtern. Verstehe ich auch bei mir, ne? Bist du eigentlich auf so Flirt-Dating-Portal unterwegs auch? Ich bin ein Pickup-Artist. Gelernt, ich habe da eine Ausbildung. Und ich kann jedem, sogar dir, könnte ich eine Ische besorgen. Ey, geile! Okay. Gut, bei dir dauert es ein bisschen länger, weil du halt nicht, sag einmal, nicht so gesegnet bist wie ich. Sag einmal, wie lang brauchst denn du eigentlich? Mach einmal da die Düden weg! Ich habe gerade einen fetten Balken im Arschloch hängen, das dauert noch ein bisschen. Noch kein Sex hatte ich halt auch noch nicht. Und da wollte ich fragen, ob du mir vielleicht so ein bisschen, naja, es ist so ein bisschen, dass du was zeigen kannst. Warte mal. Willst du mir sagen, du hast noch nie bimbert oder was? Du hast noch nie gefügelt. Was für Vögel? Ja, Gesicht! Hast du noch nie gefickt oder was? Krieg. Oh, nee, also, und das, nee, hab ich jetzt noch nicht. Sie hat ja auch ein Kind. Aber das war jetzt im Vertrag, also wegen dem Ficken jetzt. Na, ich meinte ja bloß, das muss ja nicht auf Kamera sein. Es ist dein Kind, sag einfach, es ist dein Kind. Ey, was laberst denn du jetzt da rein? Es ist dein Kind. Es ist ja gar nicht. Es ist geliehen, aber es ist dein Kind, okay? Sag einfach, du hattest davor einen blöden Typen, okay, der dich schlecht behandelt und du suchst einen lieben, treuen Mann jetzt. Okay? Ich hatte ein Baby, das mich schlecht behandelt hat und jetzt suche ich einen... Nein, der Mann. Der Mann hat dich schlecht behandelt, nicht das Baby. Okay, also mein Mann hat mich schlecht behandelt und jetzt sucht mein Mann ein Baby. Und Alter, ich check jetzt gar nichts mehr. Wird jetzt gefickt oder nicht? Ja, die Beatrice hat wunderschön zwei Paar verschiedene Socken. Ey, geile! Das habe ich alles für die Rolle. Natürlich. Und der Torge... Und ich, wir haben gerade drüber gesprochen. Jeder, der schon mal eine Perücke getragen hat, kennt das, Torge, ne? Wenn man draußen dreht und im Wind, dann geht das voll in den Lippenstift rein und das ist sau nervig, ne? Boah. Das ist genauso wie der Lemon Face Challenge. Also ja. Und wo sind wir? Auf Bali! Hä? Kennst du das nicht? Na, kann ich gesehen, als ich für Schwiegertochter gesucht, ach so, mir das Format angeschaut und analysiert habe. Ach ja, Beate, wenn du das siehst, melde dich. Ja, wir lieben dich, Beate, mitnehmen. Wir sind Riesenfans von dir. Ja. Naja, das war's jetzt aber wieder mit den Extras, Leute. Und jetzt geht's weiter auf Teasy mit einem Video, das ihr eigentlich definitiv gesehen haben müsst. Die Leute haben mich geprankt hier und ich war echt auf 180. Er hat mich richtig abgefuckt, könnt ihr euch hier reinziehen. Wutlevel over 9000. Auf jeden Fall. Ja. Oder ihr guckt euch noch was vom lieben Didi an. Er war im Chatroulette unterwegs und hat dann nach einer geilen gesucht. Könnt ihr auch würde mir nicht angucken. Das ist eindeutig. Diesmal ist die Wahl eindeutig. Diesmal ist der Prank, ja. Schaut es euch den Prank an. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao. Ey, geile!